20, Folge 23 bei Assassin's Creed Black Flag. Und ja, ich begrüße euch herzlich zurück zu einem... Oh! Er hat anscheinend die Leichen entdeckt. Da wollen wir ihn nochmal schnell erledigen, bevor er jetzt Alarm gibt. Und die anderen haben uns auch gesehen, oder? Nee, noch nicht. Puh! Ja, wir spielen weiter. Wir müssen ja immer noch auf dieses Schiff kommen. Ja, mal bisher haben wir ja eigentlich relativ zügig und alles sauber hinter uns gebracht, ohne entdeckt zu werden. Hier lief doch in der letzten Folge am Strand lief wieder noch einer, oder war das der, den ich gerade erledigt habe? Naja, gucken wir mal. Oh, da ist er. Uah. So. Rauben wir auch aus, den lassen wir auch hier liegen. Gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie rüber schwimmen. Was heißt das jetzt, der Balken? Achso, wie viel Luft wir haben, okay. Kann man irgendwie schneller schwimmen? Also, okay. Ja. Jetzt muss ich gucken. Ah, da ist meine Uhr. Ja, ich habe meine Uhr umgestellt so ein bisschen. Beziehungsweise Uhrenumstellung war ja vor kurzem. Schauen wir mal. Oh, wir müssen... Okay, wir müssen ihn töten. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Ach, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist den, den wir beim Gouverneur auch getroffen hatten. Den Julian Ducasse. Oder Case. Julian Ducasse. Das war ja der mit dem Gouverneur auch da, diese Idee hatte, die Assassine auszulöschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir es? Da läuft... Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! Schauen wir mal, wie so ihre Rundgänge machen. Ja, der hat... sieht uns beinahe. Jetzt nicht mehr. Also so wie es aussieht, scheinen die wohl einmal so ums Schiff immer rumzugehen. Und da werde ich mir dann Julian gleich schnappen. Den Chase oder Case. Weil das geht ja relativ zügig, hoffe ich mal. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! Denn jetzt, wenn er hochkommt, sind seine Kollegen nämlich dann schon die Treppe runter und dann kommt er erst. Das wäre jetzt. Ich probier's mal. Ja. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fiste Putain! Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Aber ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Ja, er hat uns die Hölle auf Erden gewünscht. Aber somit haben wir diese Mission wahrscheinlich auch jetzt geschafft. Yeah, die Bucht gehört uns! Und das Schiff
Sehr schön, Mission beendet, nicht den Kämpfer weggelassen. Ja, haben wir nicht geschafft. Und durch ein Luftattentat töten. Chase haben wir nicht, oder Case, Cases, glaube ich, wird es ausgesprochen, Case, weil Chase ist ja mit CH, ne? Haben wir leider nicht geschafft. Naja, aber immerhin 80%. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Eine Trophäe, ein Piratenleben für mich, habe ich die Trophäe erhalten. Aber wissen wir denn jetzt eigentlich schon, wo das Observatorium ist? Oh. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Oh. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Wie aufregend. So, wir Oberste sind wieder. Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf ihrem Kommunikator. Ich habe Olivier's Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Mhm. Wir sind wieder in der Abstergo-Hauptzentrale, wie man sieht. Nicht erschrecken, weil es viele vielleicht jetzt einschalten beim Let's Play und sagen, hä, das ist Assassin's Creed? Ja, in der Neuzeit natürlich nicht. Wir sind hier in so einer Art Riesenspiele-Entwicklungszentrum oder Simulations-Entwicklungszentrum. Abstergo Entertainment heißt das Ganze hier. Und ja, wir produzieren halt oder spielen halt so ein bisschen so Simulationen zu testen, oder wir testen das Ganze an, das soll wohl irgendwie in Serie gehen, oder ist schon in Serie, ich weiß nicht genau, ich habe da so ein bisschen nicht so Hintergrundwissen. Hallo? Nicht so viel Hintergrundwissen, was Assassin's Creed angeht, aber das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Ich spiele es trotzdem gerne. War das nicht da? Ja, ich wollte aber erstmal kurz hier mich nochmal umsehen, Tante. Weil hier war ich nämlich auch noch nicht gewesen. Wow, was haben wir denn hier? Security Level 1. Aha, autorisiertes Personal Zutritt nur. Mhm, okay. Was haben wir hier? Security Level 2. Okay. Es scheinen wohl noch andere Büros zu sein. Ich wollte nämlich, eigentlich habe ich so gerade noch so dran gedacht, man könnte ja mal wieder zurückgehen und mal gucken, ob hier was Neues zu entdecken gibt, aber naja, das Spiel macht schon automatisch selber. Was ist das denn Schönes? Ist das eine Kamera, die da oben hängt? Naja. Das sieht schon total nett aus und super. Ich weiß, dass ich das Büro erreichen muss. Jetzt kommt wieder das Lustige, die Fahrstuhlmusik. Und ich kann mit meinem Pad oder Tablet, was ich da in der Hand habe, den Fahrstuhl steuern. Das hätte ich so gerne. Ab in die 15. Etage. Wow. Hallo? Hi. Test, test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Hi, John. Wir kennen uns schon. Wow. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technik-Kram. Wow. Hast du eine Minute oder... Ah, verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Ah, okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Eigentlich wollte ich das... Beziehungsweise, wollte ich... Achso, hier geht's raus. Dass das die letzte Folge ist, die ich heute am heutigen Montag aufnehme, den 31.3. Aber, jetzt habe ich schon wieder Lust auf mehr auf das Spiel, wenn ich das mal sehe. Gehen Sie rein, er erwartet Sie schon. Okay. Oh, er hat aber auch ein schickes Büro. Ich möchte mich trotzdem nochmal umsehen, ein wenig. Ich bin da so ein Umseher. Wow. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Edward. Oder auch vom von Vorgängern würde ich jetzt nicht behaupten. Das ist, glaube ich, Edward. Ja. Sieht es für Ninjas und Cowboys derzeit eher schwierig aus, wird... So schnell konnte ich jetzt lesen, nicht lesen. In Produktion. Okay, hier läuft zwischenzeitlich so ein bisschen Werbung.
Erinnerung, nach der Entwicklung sensibler Informationen ist es Edward Kenway Projekt weiterhin als streng vertraulich anzustufen. Mhm. Wow. Ach, hier sind die Toiletten. Cool. Was sind das denn für schicke Toiletten? Okay. Das wäre doch mal so, wie ich in der... War das in der dritten Folge? In der vierten Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also das wäre doch mal ein schicker Arbeitsplatz. Also hier würde ich gerne arbeiten wollen. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Ich glaube, hier wäre man auch zufrieden, wenn man hier nur einen Putzjob hätte. Restricted Area. Okay. Das ist das wieder so ein Areal, wo wir wahrscheinlich... Ja, da wird es schon rot. Ja, da dürfen wir noch nicht rein. Das lernen wir wahrscheinlich alles noch kennen, würde ich jetzt mal vermuten. Mir fällt gerade auf, ich darf hier auch nicht rennen oder sonst irgendwas machen. Naja, gehen wir mal ins Büro. Bevor mir wieder die Zeit abläuft für eine Cutscene. Oh, die Musik. Din, 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 din. Wow. Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Mhm. Wow. Wait, wait. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Schickes Büro hat er. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Wow. Das ist Assassin's Creed auf der PlayStation 15. Open World. Das sieht schon fantastisch aus. Ziemlich starker Ton. Offenbar müssen wir noch ein wenig darauf umfallen. Das Familientor. So könnte ich mir vorstellen, dass sie Crew wird. Die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Wow. Eine schöne Stadt, nicht? Hm. Der Hauptgrund, warum ich sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en son cru, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Die eigene Animus Workstation erreichen. So, wir müssen also mehr über das Observatorium rausbekommen. Ja, das war uns ja sowieso schon von vornherein klar, so wie ich das schon vermutet hatte. Aber was ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt Frankreich? Paris? Dann würde doch jetzt hier der Eiffelturm stehen, ne? Aber wo sind wir hier? New York ist es auch nicht. Hm, vielleicht wisst ihr es ja, wo wir uns hier befinden. Ich habe, glaube ich, den Angestelltenausweis nicht richtig durchgelesen. Ganz am Anfang des Spiels. Naja, gut, wir müssen wieder zurück zu unserer Animus Workstation und wieder... Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage. Ja. Ist nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Wir sollen also zu ihrer Animus Workstation, sollen uns da einloggen und anschließend dann ein Video kopieren und das den Kurier geben. Ob das so gut geht und was uns da erwartet, das seht ihr in einer weiteren Folge Assassin's Creed Black Flag. Also, macht's gut. Tschüss.